Die haben da sowas. Die haben da sowas Rosanes auf dem Kopf kleben. Das erste, was du im Stream jetzt hörst, ist. Voll ist die Lache, schön. Junge. Voll doch schön. Oh Mann. Gute Laune. Yay, ja? Gute Laune im Stream. Wie wär's mit meiner Gruppeneinladung? Ja, das ist ja voll gut. Ja, hör mal, Patrick, was hältst du mal davon? Du bist ja. Wieso bin ich Leader? Weil du mich eben auch eingeladen hast. Hab ich. Hast du wohl. Du Lügen, Alter. Ich wusste noch nicht mal, wie dein Panda heißt. Du standst direkt neben mir und hast mich eingeladen, du Hippie. Du hast mich doch eingeladen, oder nicht? Nein. Ich? Du Hippie. Horrorrolle. Where? Miau. Ich komm schon, wie der weibliche Panda läuft. Tap, 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 voller Mippen. Ich sollte vielleicht noch eine andere nach Facebook hochsenden, aber egal. Ja. Jetzt hin zu Wirren, ne? Wirren. Ich geh erstmal zum Postkasten, um ganz rauszuholen. Zum Postkasten. Ich hab mir jetzt erstmal hier mein kleines Blümchen. Wo ist es? Sally! Was ist das da? Und das da. So, der Tank muss ja auch ordentlich ausgerüstet sein, ne? Oder wie war das? Oh. Ich erstmal den Geulenstab hier. Ja, Fässer werfen. Den Weg ebnen hier. Wir sind 5, ne, eigentlich sind wir, warte mal, 2, 4, 6, 7, 8, 9, Alter. Und Panda-Bären auf dem Weg zu zum König. Wir stürmen den König. Das ist echt so, ey. Komm, auf Platz da, ja. Mach dir was. Und noch ein Fässchen. Und noch ein Fässchen. Kann leider nur mit Chi kämpfen. Dafür also mit Skill machen. Dafür bist du aber auch schneller als wir, glaube ich. Hm? Jetzt bin ich genauso schnell wie du. Ja, ihr müsst halt die Gestalt an. Habt ihr die nicht, der wilde Tiger? Ja, doch, haben wir beide. Jo. Typisch Frau, immer anders wie der Mann laufen. Das ist klar. Du hast und wenn du. Du hast uns, wenn du hast. Was für ein Licht. Ja. Ein Licht, Alter. Hier ist kein Licht. Hey du. Hi Varian. Er gleitet Varian drin. Leitet König Varian drin, Junge. Machen wir. Hab ich jetzt auch gerade gesagt, ne? Machen wir. Ja, begleitet mich ein machen. Stück, alle drei. Hm? Wir sind 9. Ah, macht das. Nein, eigentlich nicht. Geh weg, lass mich in Ruhe. Der Not beisteht. Sei es Menschen, Gnome, Brennei oder Pandaren wie ihr. Es ist eine einfache Regel, aber eine wichtige. Habt ihr verstanden? Gut, denn das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Boah, ich kann Könige nur so viele labern, ey. Sind halt Könige. Was meinst du, wie die an die Macht kommen? Die blöder Blabla. Die schlafen sich hoch. Geliebt habt, sind jetzt eure Widersacher. Es tut mir sehr leid, aber die Fronten stehen fest. Ich werde keine Verbrüderung mit dem Feind tolerieren. Ach doch, jo. Die Allianz Gefahren aussetzen. Habe ich mich deutlich genug ausgedrückt? Ja. Danke, du nervst. Yay! Ich darf dem auf die Fresse hauen. Okay, komm, Varian, ne?
Mann da. Zeig mir, was er drauf hat. Ha, haltet nichts zurück. Gebt alles. Wie ich ihn einfach mal nicht treffe, ne? Was ist los? Ihr müsst euch schon ein wenig mehr anstrengen. Krass, was ist da los? Ich treffe den nicht. Ja, das ist, glaube ich, auch in der Sache, dass wir den nicht treffen. Er danced da gerade cool. Na endlich, hat er einen Schlag auf den Kopf gekriegt, fällt er um. Voll gut. Quatsch. Ja, Zeitlupe. Bullet time, Junge. Ja, da gucken. Und Leute, das gucken die wie die bescheuert. Sieht voll gut aus, ey. Ja, Quest fertig. So, fertig hier. Super. Das war's jetzt, keine Folge Quest, so Pandaren-mäßig. Hier geht's. Jetzt müssen wir wahrscheinlich nach Goldhain, Westfall. Ich denke auch Westfall jetzt, ne? 12. Ja, ja, ist doch Westfall 12, ist doch. Müsst ihr doch hinhauen, oder nicht? So, welche Militär packe ich hier an meine Seite? Hab mein kleines Blümchen. Jetzt habe ich wenigstens diese beiden da, die. Ja. Pestbeulen da vom Hintern weg. Hintern? Ah, sieht komisch aus. Ich hab noch den hier. Das geht nicht blöd. Luftballon! Hä? Wo ist denn... Hallo? Ich nehm den hier, der sieht gut aus. Wir haben einen verloren. Ach, wo ist er? Da. So, eben kurz. Oh, ein Füchschen. Ein Fuss. Nämlich mein Brotdrachen. So. Ah, den hat er echt jeder. Kopieren. Ja, ich wollte damit jetzt auch nicht wie irgendwie was andeuten. Ich habe einfach gesagt, dann nehme ich meinen Brotdrachen. Zack. Das Ding jetzt auf von Twitch auf Facebook gelandet. Hip. Hip. Trotzdem irgendwie schneller als er kann das. Ja, weil ich auch den Tank-Ding wieder anhab. So. Jetzt bin ich wieder genauso schnell wieder. Du meinst, wir können schon fliegen? Nein, wir müssen laufen. Ne, wir können mit Sicherheit fliegen. Du kriegst, glaube ich, all die Dinger, die du, wo du questen musst, kriegst du alle freigeschaltet, soweit ich weiß. Meinst du das wie beim DK? Ich hab keine Quest. Ne, wir müssen jetzt gucken, ob wir nach Westfall da irgendwie... Oh. Da irgendwie was kriegen. Der nicht da. Ja, Westfall ist freigeschaltet. Ja, fliegen wir nach Bauernwebel, ne? Kürbishof, yep. Oder Witze, yep. Ja. Kürbishof. Direkt am Anfang von Westfall. Jo. Sure, yes, sure. Und sobald wir Inis gehen können, gehen wir auch Inis. Yeah, I like. Boah, das freue ich mich wieder auf Todes. Warum habt ihr den Heldenaufruf jetzt nicht mitgenommen? Den was? Heldenaufruf. Teil den mal. Oh, ja, das hätten wir machen können. Hätte ich nicht dran gedacht, hätte ich nicht mitgesehen. Kannst du den teilen? Kannst du den, wollte ich kurz fragen, teilen geht das? Oh, wie kriege ich das hier aus? Was denn? Die ganze Zeit irgendwelche Haustiere aufspüren, Scheiße da haben, so. Ja. So, aber ich habe hier keine Quest. Ja, ach, wir müssen, glaube ich, erstmal. Ja, wir müssen. Erstmal hier, ja, genau. Hier, wird aggro auf mich, Wolf. Batsch. Batsch. Oh, ich glaube, mein WoW hat für dich geladen. Echt? Hm? Kommst auf so einen Scheiß. Derzeit werden keine... werden Spiel... nee, werden Spiel dort noch runtergeladen. Okay. Derzeit werden keine... Whatever.
Weil das Symbol bei mir oben aus dem Bildschirm verschwunden ist irgendwie, genau. Tschüss. Mein Drache! Gott! Wieder Pause machen, ne? Was? Mein Drache! Wieder Pause hier machen. Mal auf uns warten. Stimmt. Ich will hier alles durchrushen. Ich rush doch nicht! Doch, du läufst es nicht! Hör mal nicht rum! Ja, genau. Ich würde sagen, sie sind noch keine 6 Stunden tot. Yay. Quest Nummer 1 erhalten. So Jungs, jetzt werden wir hier mal ein paar Takte gesprochen. Ja. Zack, können wir es nochmal 2 erhalten. Hey du. Können wir es nochmal 3 erhalten. Und du kannst nochmal 4 erhalten. Dann können wir wieder zurückgehen. Komm mal direkt zurück. Sammelquests werden die Hölle, ey. Ohne Witz. Sammelquests werden die Hölle. Wo alles dreimal sammeln müssen, quasi. Nein. Ehre dem König, Freund. Wurde doch jetzt schon damals schon neu gemacht, dass wenn du was sammelst, dass das dann für jeden zugänglich ist. Dass dann da, wo was drin war, ist dann für mich, für dich und für deine Mama noch was drin. Deine Belohnung habe ich doch. Ich meine ja, Sammelquests in dem Sinne, dass irgendwo eine Pflanze aufsammeln muss oder sowas. So. Das ist natürlich, ne? Was müssen wir machen? Wir müssen. Er freut sich, wenn er was essen darf. Wer freut sich? Ah, freut er sich voll den Ast, muss man auf sein Gesicht gucken, der ist aber voll am Lächeln. Bevor so, nam 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 nam! Lecker! Herrlich! Hinweis der Fluss. Oh, Gnolle. So, du willst Stress, ja? Ja, ja, ja? Willst du Ärger? Ja? Guck mal. Pam. Jetzt. Pam, 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 pam. Du hast sogar die Luft behindert. Ja, na klar. Denkst du denn? Ja, falsch. Du. Hi du. Hi du. Matsch. Boah, macht das einen Schaden, ey, ohne Witz. So Bombe Schaden. Ab, hier ist der Hinweis drin. Hm. Dann brauchen wir noch. Und noch darunter. Murloc-Hinweis. Achso. Morlocks! Du kommst her, ihr kommt her, ihr kommt her und du kommst her auch her. Juhu, lalalala. Ja. Was du meinst, was ich jetzt mache? Batsch! Ja, meins macht auch AE-Damage. Echt? Ja. Alles gut. Da wird jetzt ja, hier sein. Ist der Hinweis drin. Aber. Und Captain Sanders Schatzkarte. Ja, habe ich auch. Nehmen wir an? Auf jeden Fall. Aber ich hab jetzt mal angenommen. Jupp. Das ist aber eine scheiß lange Quest, ist das. Ja, ja, die ist sehr langwierig. Aber kann man ja auf dem Weg hier durch Westfall mal machen. Ja, achso, haben wir schon alles fertig. Aber. Jo. Ich muss ja einfach mal fast hinterher. Quatsch. Oh, pfeift. Wir müssen jetzt auch mal lauter stellen, dann höre ich das auch. Ich bin gestern schon lauter gestellt, ey. Oh, falsches Fenster. Stream, Sound. Oh. Weiter. Ende. Ziehe den Ehren. Erstmal fett getanzt werden. Oh Mann.
So, auf zum Bahnhof. Ja, nice. Das sind die drei Musketiere, ey. Mal aus dem Sprung machen die Rolle, das sieht cool aus. Oder den Körper auf dem Boden machen würde. Wie ein Geilfahrzahn. Ach, Fleischreißer, wie viel jetzt mittlerweile. Mensch. Was vermöbelt, Jung? Wagt sich gar nicht. Du hast drei Stäbe um die Ohren. Ah, da sind die Pandaren kein Kompromiss, du. Ja. Guck mal, bin ich bedroht. Kann auch unnötig pullen. Das sind alles EP. Alles EPs. Pam 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 pam. Schlaggriff. Gibt's so, noch hallo Logo 2 Schuh. Zack. Die Quest annehmen. Dann ist auch noch eine Quest. Warte mal. Boah. Was denn? Westfalen Eintopf oder wie das Ding heißt. Die Quest kann ich jetzt, da habe ich schon gar keinen Bock mehr drauf, ja. So, hey. Nö. Die haben sie ja verändert. Die ist halt einfacher. Matsch, ja, traurig. Frischer Matsch, herrlich. Herrliche Vitamine. Herrliche Vitamine. So. Komm mal hinten zum Hof, da ist alles voll Matsch. Lieber noch 4 Stück. Von den Geilverzehren brauchen wir nicht Kojotenfleisch brauchen wir, ne? Von denen da brauchen wir auch. Oder Kojotenschwänze. Das da. Nee, Geiferschwänze brauchen wir noch nicht. Von denen brauchen wir nichts? Wir müssen erstmal 12 Koboldbuddler töten. Dann müssen wir 6 Kojotenschwänze sammeln. Das war's. Okay. Und dann müssen wir noch diesen komischen fetten Ogre aus der Todesmine da belauschen. Ach ja, stimmt. Der Buff, ja. Was denn? Oh, da ist was gefallen. Ja. Da ist was. Da ist cool, ein Schwanz drin oder so. Hoffe, ich habe jetzt gerade den Kojoten geplündert und nicht das Schwein. Weil ich hatte gerade irgendwie... Ich habe gerade ein Schwein geplündert. Geiferzahn, das sind doch die Schweine, ne? Ja. No comment. Es gibt mittlerweile Bereitsplünderungen, das heißt, alles, was in der Umgebung gestorben ist, plünderst du automatisch. Oh ja gut, dann hat sich das auch schon wieder erledigt. Ich hatte gerade in dem Vieh einen Kojotenschwanz. Ja, nee, es ist Bereitsplünderung. Du brauchst jetzt nicht mehr einzeln zu looten, sondern kannst quasi eine ganze Umgebung killen. Und ja. Vergiss nicht, Mann, ich spiele das wieder seit gestern. Ich sag's ja deswegen. Dankeschön, du bist ja so friendly. Ja, kannst mal sehen. Und Quatsch. Die Viecher werden einfach zermöbelt. Tun einem die Biester ja schon fast leid. Nee, wir müssen lass erstmal hier die Buddler platt machen. Die Made im Speck und die Koboldbuddler, ja. Na warte, ich pull durch eine ganze Generation von denen. Die ganze Generation, am besten den ganzen Stammbaum. Das ist ja fast dasselbe, oder? Im 59er krallt sich hier unsere Schatzkiste, weißt du? Low-Level-Schatzkiste. Derp. Ja, gar nicht von hier. Ist ja nichts los hier drin, wa? Hallo! Kuckuck. Ja, ich krieg's aber alleine nicht. Pull mal den Rest der Höhle. Wenn hier noch was ist. Hey, du. Auf denkst jetzt auch, du bist Imba, ne? Jep, mit meinem Stäbchen schon. Außerdem habe ich einen Heiler am Rücken, für mich sowieso immer. Ach toll. Ja, stimmt, deine Mom kann. Mom kann ja heilen. Ja, komm mal, Killer. Kommst du wieder zurück? Tschüss. Wir sind 4 von 12 und hier ist nichts los. Ja. Du hast mich schon geholfen, dann machen wir erst mal den Speck. Bin ich schon dabei.
Man sieht's. Komm, wir stellen einfach mal so eine Kiste. Plopp. Ich kann ihn quasi an der Wade kitzeln. Hey, was war das? Ja, aber jetzt guck dir das nochmal an. Ich kann, ey, ich könnte sogar was anderes kraulen, aber nee, lass mich. Nee, ernsthaft. Mhm. Ich habe einen Tag in deinem Leben, wo du mal nicht irgendwie sowas, also. Nö. Nö. Laufen als Kiste so dililililing rumkriechen. Solid Snake mäßig oder was? Ja. Ach komm schon. Aber. Bing, wieder raus und tschüss. See ya. Ja, warte halt. Kann er schon mal weitermachen? Nee, kannst du nicht. Geht für euch doch auch. Verarschen? Willst du mich verarschen? Schmeiß mich aus der Kiste und ich bin mit der Quest noch nicht fertig? Gut, die ganze Kacke nochmal. Läuft. Viel Spaß. Ja, der hat mich schon einfach aus der Kiste geschmissen, obwohl ich noch nicht fertig war. Läuft. Die drei haben jetzt für euch auch gezählt, ne? Also, jetzt der dritte. Ich hab jetzt 10 und 12. Ja, alles klar. Du bist der Einzige, der aus der Kiste geworfen wurde und die Quest zu beenden, ne? Ja, kann ich auch nicht zügen. Na toll, der da hinten ist schon. Co-Timing ist. Bin ich fertig? Nee, das war Kobold-Butler. Falsch. Naja, leck mich. Na komm, komm mit. Schöner Kobold-Butler, feiner Kobold-Butler. Also Glubdok aber Möglichkeiten. Sterben oder reich und mächtig sein. Glubdok nehmen Option 2. Und du nimmst Option Handy, kann das? Was? Du nimmst Option Handy, kann das? Ja. Glubdok ist aus der Kiste rausgekommen. Einer fährt jetzt noch. Ja, haben wir jetzt kaputt, die Sau. Die halbe Höhle war aber jetzt schon leer. Hallo! Panda möchte noch Fresse hauen. Ah, hier ist einer. Quatsch, Quatsch. Quatsch. Fertig. Du nicht nehmen, Kerze, hörst du? Zack. Ah, Griefer. Was? Habe ich als einziger die Hose bekommen. Wir können. Warum hast du Bedarf da drauf? Warum nicht? So alle Gier da drauf machen. Ich dachte, ich bin Griefer. Ach so. Na, von mir aus. Nein, ist ja gut, mein Gott. Salz! Einfach. So ein Salzlappen. Nicht mal einen kleinen Spaß darf man sich hier erlauben, weil man Griefer sein möchte. Muss aber nur 99 geworfen, kein 100er. Zack. Bam. Ach, jetzt hab ich schon wieder Bedarf geklickt. Gott! Und auf den Würfel, Alter. Braucht den jemand? Nö. Da ist ein Intelligenz Zweitan für Doc Lina. Oh, ich muss eine Belohnung auswählen. Ich will keine Belohnung auswählen. Jetzt alles kacke. Ja, aber der Kobra-Knüppel ist am meisten wert. Zack. Stufe 3 dahin, Urbuff.
So, Rohlinge belauschen. Ja klar, die vier Leute da hinten belauschen, stimmt. Oh ja, was. Die sind übrigens tot, die sind jetzt erstmal nicht verfügbar. Hey, belauschen. Ich belausche euch mal, ich stehe gar nicht hier, ich bin nicht da. Ich sitze nur hier zwischen euch. Ja, der existiert wirklich. Ehrlich. Ich höre euch gar nicht zu, ich meditiere nur. Ich sitze hier nur so rum. Also macht euch keinen Kopf, dass ich euch irgendwie verrate. Alles gut. Nein, ich horche nicht, Quatsch. Psst. Nicht, ich doch nicht. War ein bisschen zu früh, merkst du. Ja, ja, ja. Was yeah, yeah! Pam, 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 pam. Du haust die Luft richtig gut. Hm, weiß ich, danke. Muss man nicht sagen. Ich bin halt Meister der Luftgitarre. Meister der Luftschläge, ja. Der Luftfehlschläge. Ich bauen soll der so. Ach, der ist da lang. Andere Richtung. Ja, ja. Springen wir drüber. Derp. Derp. I'm a herp a derp. I'm the herp of derps. I am herp. Dum-di-dum, bi-hum, bi-bum, bi-hum, bi-bum, bi-bum. Ja, bleib mal an dem Pfeiler hängen. Was geht immer? Ja, nicht schlecht, war nicht schlecht, war schon gut. Hast du gut gemacht. Guck mal, jetzt ist noch so ein Panda. Pirinolde. Ja. Hallo Franz. Franz? Ja, da ist Franz. Achso. Hier drin ist noch eine Quers. Oh, hier ist ja was fahren Eintopf, ne? Ja. Jo. 10 Erntebüter getötet. Ja, warte, deine Mom ist noch nicht so weit. Na ja. Okra müssen wir trotzdem mehr sammeln. Ja, ist auch noch. Wegen dem Killen. Ja. Nehmen das schon richtig drauf, mach keinen Kopf. Ja, ja, ich sag ja nur. Meiner. Ich dachte, das zieht Agro. Hi du! Sorry, ich weiß nicht. Da sind die ja alle tot, ey, was ist los? Hi du! Hi du! Hi du! Das wäre Diebstahl. Hier ist ein Herz von einem Erntebüter drin, das ist ja glaube ich auch ein Quest-Item. Mhm. Hier bei meinem. Krass, ja, das stand die auch. Drei Herzen des Erntebüters. Wunderbar. B, starten wir die Quest auch mal direkt, ne? Herz des Erntebüters. Wie das Herz zu halten, ja. Ein Freddy Krueger Maschine. Hey, hey, hey. Oh, dem muss ich herausfordern. Den muss ich herausfordern. Wen? Den kleinen winzigen Ernter hier, damit ich den in meinem Hirn hab. Klar. Sammel halt Pets, kann ich auch nichts für. Bin ein kleiner Pet-Sammler.
Solange du den geschlagen kriegst mit deinen kleinen Dingern. Ja, ja. Kann ich dich auch zum Haus der Kapsel herausfordern, ja, ne? Ihr beide, ja. Geht das? Haustitel, ja, tatsächlich. Müssen wir gleich mal machen. Yeah! Was? Du? Gefangen. Na, fangen. Einem Haustitel herausfordern. Mach's mal nicht ganz so unfair. Erstmal den hier. Was ist das denn? Oh, erhöht den Schaden. Okay. Klar, du kannst mich mal. Und deine Mom ist auch schon weiter am Schlachten. Ich sehe doch irgendwie fest erledigt. Hey. Ja, das... Okra, ich brauch Okra. Gib mir Okra. Ich hab Bock auf ein Frikadellchen. Ein Frikadellchen? Jetzt? Ja. Ich hab auch Hunger, aber trotzdem. Dann geht ja was zu essen machen. Nee. Stream geht vor. Was? Stream geht vor. So. Ich selber, scheiß Einstellung, ne? Ja. Ich kenne Okra. So, ich habe... Ich brauche noch ein Okra. Meins! 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 Nein! Oh, verdammt! Erster! Und du darfst warten, bis das nächste spawnt. Ah, da hinten ist schon eins. Wisst ihr? Ich hol es mir auch. Ach, vielleicht nicht. So, jetzt brauche ich noch... Hinten ist noch Okra. Hab schon. So, was brauchen wir denn noch? Geilverzahnplanke und weniges Fleisch, Reißerfleisch. Genau, jetzt müssen wir Vögel und Schweinchen. Also. Werde ich bloß nicht so sehr helfen. Ja, 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 finde ich auch. Hast nicht verstanden, ne? Nö. Schweine töten. Ja und? Was denn hier welche ist? Ja, keine da. Hier ist weniges Fleischreißerfleisch drin. Ich lauf da lang. Da lang ist gut. Da komm aber, da ist ja nichts. Hier ist mir schon mal ein Geilverzahn. Ja, was hat das denn für eine Range? Mega Range. Quatsch. Sag mal Schwein, wie willst du bitte parieren? Erklär es mir. Mit den Zähnchen. Mit den Zähnchen. Eine Geifertanleber, yay. Zwei Geifertanleber, yay. Das ist ein Wölfchen, das Wölfchen nützt uns aber nicht. Hey du. Hatsch. Hatsch. Noch eine Geifertanleber. Geifertanflanke. Der keine Leber mehr. Was? Kojote? Gute, da unten. Hey, du. Ja, tschüss. Charge. Hey. Hey, da. Shit, von 6.
George, weg ist er. So, jetzt müsste ich aber noch irgendwo einsteigen. So, noch eine Geiferflanke, Geiferbob und dann ein sehniges Fleisch, Reißerfleisch. Fünf. Charge! Ja, einfach immer beim Steffen stehen bleiben. Ja, eben. Ich dachte, ich bin Tank. Hab ich nicht umsonst gesagt. Inventar ist voll, wunderbar. Ach ja. Wir brauchen aber noch Vögel. Die sind da hinten herunter. Bei mir ist ein... Wo? Wartet auf mich! Ich hab Angst alleine. Ich bin hier in einer fremden Welt. Ich bin ein Panda. Ich kenne nur meine Schildkröte. Du hast eine schöne Schildkröte im Kopf, Junge. Eine ganz große. Genauso wie die Schildkröte einen Dorn hatte. Ja, ein Dorn. Fand ich super den Wortwitz. Dorn, Schlachtschiff. Flugschiff. Hier sollen eigentlich irgendwo die Vögel. Ja, da liegen schon zwei Tote. Wunderbar. Ja, wurden alle schon geplättet. Respawn. Lass mal auf der Plaut sitzen. Ha, herrlich und meditieren. Wir meditieren den Respawn herbei. Ja. Concentrate. Ne, aber deine Mama macht alles kaputt. Die meditiert nicht mit. Was geht denn bei dem Hund, bei dem Fuchs? Fängt er da gerade voll an zu tanzen? Hast du es gerade gesehen? Nee, leider nicht. Guck ich gerade auf den Charakter von deiner Mom, guck ich auf den Fuchs. Ist der am Tanzen? Was ist denn mit dem falsch? Also... Arsch. Los, nehmen wir die Omnung noch. Voll der Behinderte, oder? Ich das viel voll an zu tanzen. Was ist los? Ja. Ach, Vogel. Was ist denn los hier? Vogel? Ach ja, stimmt, wir waren ja hier, um Vögel zu quatschen. Ich vergaß. Ja, also, falsch. Wie krieg ich den auch nicht? Hey. Nein, dich. Mensch. Oh, wieder ein Streichholz. Da muss ich drauf drücken. Da. Auf das Münzchen. Trotzdem krieg ich's. Wunderbar. So, wo sind die nächsten Vögel? Ich glaube, hier ist noch ein Spawnpunkt. Der ist da hinten, kein Bock hinzulaufen. Aber jetzt kann nicht sein, dass nur hier Vögel sind. Mit Lügen. Anscheinend schon. So, das war laut. Komm. Kra. Hier wird doch nicht. Was ist da los? Guck mal, hat er eine unheimliche Kiste. Hat er da. Ja. Da hinten ist ein Vogel. Da ist ein Vogel. Vogel. Wo ist da ein Vogel? Ach da. Da ist noch ein Vogel, ich pull den schon mal. Du weißt schon, dass du plündern musst, ne? Ja, ich kann den aber schon mal holen. Mach du mal. Ups. Ah, da ist ein Vogel. Vogel! Wo liegt er denn? Ja, wenn du das jetzt wüsstest, wa? Ich hab jetzt nichts gefunden. Ja. Sehr unfreundlich wieder der Herr. Ja. Hey, Vögel bitte. Kann nicht sein, hier sind überall Vögel. Ich lauf jetzt hier rum. Da ist noch einer, siehst du?
Nee, doch nicht, waren Erntebegüter. War gut, war, hast gute Augen, hast du. Ach, so fühle ich mich auch gerade, wie Humpa Dumpa, ja. Humpa Dumpa, Humpa Dumpa, Humpa Dumpa, Humpa Dumpa. Noch nicht. Kein einziger Vogel hier, nur Schweine. Da ist einer. Vogel! Pandana, ja, da war ja einer sehr alphasreich. Komm her, komm her. Hab ich's vergessen. Fuß Rodor! Mensch. Vogel! Schwein! Hau den Schwein auf die Mütze. Mhm. Ja, Vogel. Oh, Vogel. So bescheuert aus, wie du das arme Tier mit Fässern bewirfst, Alter. Aber ich tanz. Was der Unterschied? Ja. Oh, warte, wenn wir jetzt von hier sind, sollen wir dann nicht eben schnell auch zu Captain sein, das stimmt. Könnten wir auch hin. Brauchen wir da jetzt nicht mal den ganzen Weg zurücklatschen. Gut, dass ich den Chat bedeckt habe, Den was? Den Chat bedeckt habe. Das, was sie da gerade im Chat wieder schreiben. Walgau. Okay. Das sind schon echt komische Namen hier in der Gilde. Wann können wir denn eh nichts rein? Ah, hat Level 15. Available bis Level 15. Was hab ich denn da jetzt geschrieben? Ja, danke Knoll. Ja, ist okay. Ich hab ich auch gern. Alms. Man nannte mich auch Lee Sin. Oh. Ey, cool. Wie nennt man mich dann? Auf von Gragas Teil oder was? Du bist ein tankender Mönch, ja genau, du bist Gragas. Oh, klar. Opa Gragas Teil. Vor allem, weil ich immer die ganzen Fässer werfe, ne? Wie Gragas. Und jetzt. Eine Luftrolle. Das sieht so geil aus, ne? Captain Sanders Schatztruhe. Ja, ja. Du auch noch. Das war alle gleichmäßig auf der Mütze. Quatsch. Komm. Machst du gut, machst du das. Yeah, das sieht ja vielleicht cool aus. Beruhigender Nebel. Beruhigender Nebel? Ja, das ist der Heal Skill. Achso, hast du den jetzt auch gekriegt, oder was? Nein, dein Mom hat das gerade gemacht. Das erste Mal, dass ich den Heal Skill vom Mönch gesehen habe. Warum kämpfst du gegen die? Weiß nicht, hab ich gerade Lust drauf. Mach Molochs eh nicht.
Gil hat Fortuna gespielt. Wenn ich das schon lese, ne, würde ich am liebsten direkt wieder aus der Gil rausgehen. Ne? Fußball-Junks. Was? Was hab ich überhaupt? Wie viel hat Fortuna gespielt? Ach so. Foppes, ey, ich hasse Foppes. Tja. Hey, Inventar ist voll, ficken. Ja. Ich kuhle dich vernünftig. Wurde heute noch nicht gesagt, also. Euren Magen rumrühren. Herrlichen Matschkuchen essen. Yam yam. Matschkuchen. 2 Stunden euer Magen rumort. Ach toll. Was das bringt. Magen. Das ist das. Weißt du, war der Magen. Super. Was in Gesicht. Alter, ihr nervt, wisst ihr das? Nehmen wir den auch noch mit. Nehmen wir den auch noch mit. Den nehmen wir auch noch mit. Touch. Direkt wieder übertreiben muss. Und übertreiben ist doch voll wenig, 3 Leute. What? Das ist 3 gegen 3, was ist los? Kette, dann kann er gebrauchen. Oh, hier in diesem Mana-Strudel. Ja, geh nochmal rein da. Mach mal. Was in den Zorn? Nee, wir müssen doch jetzt hier in diesen. Nee, da in diesen. Oder nicht? Ja, ich würde hinter dem Krater da gehen. Nicht hier vorne schon. Ein dicker Krater, wo wir nicht unbedingt rein müssen. Geh du mal. Oh nein, nicht fallen. Sag's aber auch nichts. Hättest mich jetzt fallen gelassen. Dann hättest du aber auch verdient. Hier ist die Truhe. Mhm. In Voice of Captain Xander Schatz. Durchsucht den leeren Henkelkrug. Ach, der ist da ganz oben. Ach Gottchen. Egal. Wir sind Pandas, wir müssen eine neue Welt erkunden. Naja, erkunde du mal. Hm. Lauf mal da oben hin. Nein, erstmal gehen wir die Quest abnehmen. Doch alles einen Weg so. Ja klar, und von da können wir die Quest für ganz unten, oder was? Dumm ich auch. Du hast ihn gar nicht getroffen. Natürlich habe ich ihn getroffen. Du musst ihn nicht im Boden treffen, ich muss die Vogel nicht treffen. Von der Animation. Ja, werf mal einfach zurück. Gar nicht doof aus. Amat? Nö. Leben. I don't care. Der folgt mir. Ist gar nicht auf mich fixiert. Ah, war's denn nicht bis jetzt? Ehre dem König. Ja. Das Herz des Behüters. Es lebt. Ja. Das ist nicht schwer. Ach, das ist ja ein Ork, oder? Intelligenz. Wirklichkeit und Ausdauer, ja, das brauche ich. Brauchte Stiefel, herrlich. Viel Salz. Ich bin gestoßen.
14 ja auch. Hä, wieso bin ich schneller 14 als ihr? Nicht das wüsste. Okay, dann machen wir es jetzt auf 14. Die hat auch nur vergessen, die Quest abzugeben. Achso, ja, das hab ich auch. Ja, dann hab ich eigentlich abgegeben. Braucht ihr Hilfe? Umhang. Oh, Stiefel, Stiefel sind gut. Tada. Und trotzdem die Stufe 14. Ja, du musst warten und dann kannst du bei dir nochmal was abgeben. Echt? Ja, irgendwie schon. Dann wirst du 14. Essen ist fertig, komm herein und ess. Eben mal kurz Pause. Mhm. Ja, ich kann ja drin nichts mehr abgeben. Dann komm mal raus. Nur hier eine neue Quest. Na dann, das hab ich gewiss. Ach, jetzt kann ich wieder was abgeben bei der. Okay. Bist du? Was für ein Bullshit. Musst du draußen die Quest wieder abnehmen, um die drin wieder abzugeben. Auch schon für das Volk. Yay. Stufe 14. Nichts Neues? Doch. Provokation. Provokation. Oh, stimmt ja auch, was Neues. Ihr verhöhnt das Ziel, das daraufhin mit 50% erhöhtem Bewegungsdruck auf euch zugestimmt. Schön. Finde ich gut. Aber blöd. Das finde ich so gut. Hey. Wir brauchen einen überladenen Erntegolem, das ist einer von denen da hinten. Wo warte doch. Der überladene Erntebüter, der ist... da ja. Hinten auf dem anderen Feld. Würde ich gerade sagen, jetzt die Richtung. Ja. Aber es looten. Ja, da. Baby. Baby. Danke. So. Jo, wollen wir mal so ein Erntebüter flachlegen, ich meine, überhitzen. Ja, Laden. Mal wieder. Was, er mal wieder? Hast du ein Problem? Hast du? Nö. Noch am Fighten. They see me rolling, they hating. Hier ist einer. Hier ist einer. Ach, noch einer. Noch einer. Du musst das, genau. Gut, dass wir beide den gleichen Weg nehmen, das ist echt Bombe. Matsch. Matsch. Fertig. Jo.
das? Oh. Ja, schmeiß mich halt 3 Kilometer zurück. Gehen wir jetzt eben oben nach Captain Sanders Dings da, Schatz da, oder was? Ja, würde ich sagen. Können wir ja von da aus dann zu dem, Dings fliegen. Kürbishof. Ich glaube, ich habe einen Lag, kann das sein? Was denn? Irgendwie, ne, jetzt nicht mehr. Achso, ja, da, tatsächlich. Stimmt. You're right! Yeah, I'm right. Ja, bleib da einfach an einem Stück Gras hängen, ey. Gott. They see me rolling, they hating, trolling, trying to leave me right in there. Was bist du denn? 13er Jäger. Hallo Wolf. Quatsch. Wir haben es heute alle irgendwie an dem Sten hängen zu bleiben. Ich ja nicht so sehr wie du, aber hey. Endlich der Herr wieder heute. Zu dir immer, mein Schatz. Zu dir immer. Oh, wie die Plauze wackelt, wenn der hüpft. Musst du mal hüpfen. Boing, boing, boing. Nicht so schlimm? Ja, muss mal gucken, die ist voll am... Die hat voll die Vibrations. Boing. Das ist voll die Gummiplauze. Ja, Mann. Aber Hundi, ne? Mach mal keinen Stress hier. Hier so ein Frummi, Alter. Brrrr. Springt auch immer höher. Da haben wir jetzt eigentlich 14 so Farben. Hey, Gottigkeitstrank. Können wir gleich schon den Dungeon machen? Ich freue mich. So, ein weiterer Hinweis. Wo ist denn der dies? Oh, ah, nein. Ach, da draußen auf der Insel, da haben wir, dann, da ist da Captain Sanders Schatz, glaube ich. An dem Leuchtturm, ne? Hm. Nee. Hinter dem Schiff halt. War der nicht irgendwie da unten irgendwo? Wart halt mal auf uns, ja, der war damals an dem Leuchtturm. Ja, dann ist er da immer noch. Also da nur die Quest dafür da hinten. Ich warte auf euch, ich mach doch nichts. Ich bin nur am Strand, ich genieße doch nur die, Sonne. Ja, die ist Sonne genießen. Ich sehe keine Sonne gerade. Da befindet sich eure Belohnung. Oh, könnte wehtun. Ja, hast du dir dein Pfötchen geprellt? Oh, das tut mir aber leid. Ja, das ist ein Pfötchen geprellt. Oh, mein Panda ist gerade ein bisschen wehgetan. Oh, wow. Dabei kriegst du schon weniger Fallschaden im Panda. Weil echt? Der gut gepolstert ist. Echt? Hm? Zudem, wenn du im im Rasthaus stehen bleibst und doppelte EP kriegst, das hält länger an. Also das ist wohl mehr als bei anderen. Ja, weil er sich ordentlich unter die Binse kippt. Nee, weil der meditiert. Ja. Aua. Ja, war gut. Mach nochmal. Ein Kopf am Tisch bitte. Alter, du hast echt einen High Five verdient, ne? Mit dem Stuhl ins Gesicht. Dachte ich mir schon gerade.